Mega-Entlastung für Rentner. 200 Milliarden Euro Gaspreisdeckel beschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Man kann sich nur noch verwundert die Augen reiben. Am 29. September 2022 hat die Bundesregierung beschlossen, es kommt ein Gaspreis und ein Strompreisdeckel. Wir nehmen 200 Milliarden Euro hierfür in die Hand. Heißt 200 Milliarden Euro neue Kredite. Die Bundesregierung hat offensichtlich den Ernst der Lage erkannt. Deutschland steht wirtschaftlich auf der Kippe. Wenn es nicht zu Entlastungen bei Familien, bei Rentnerinnen und Rentnern und auch Unternehmerinnen und Unternehmern kommt, wird es einen ganz, ganz schlimmen Herbst und Winter geben. Die Menschen sind nicht mehr in der Lage, die hohen Gaspreise und die hohen Strompreise zu zahlen. Das trifft auch für Unternehmen zu, kleine und Mittelständler. Wir haben da schon viele Nachrichten hören müssen, was da schon im Einzelfall passiert ist. Insolvenzen waren ja auch bekannt. Die von uns so geliebte Gaspreisumlage, die zum 1. Oktober 2022 kommen sollte, ist definitiv vom Tisch. Robert Habeck hat angekündigt, dass er noch vor dem 1.10.22 eine Aufhebungsverordnung in die Welt setzen wird, sodass die Gaspreisumlage 2,4 Cent plus Mehrwertsteuer abgeschafft wird, also gar nicht erst zum 1.10. in Kraft treten kann. Ich finde, allemal gute Nachrichten. Es wurde auch wirklich langsam Zeit, dass die Bundesregierung hier diesen Schritt geht, denn wir alle brauchen wirklich eine dauerhafte Entlastung von den hohen Strom- und Gaspreisen. Wie genau die Gaspreisbremse oder Gaspreisdeckel, Strompreisbremse funktionieren wird oder funktionieren soll, unter welchen Bedingungen es gehen soll, das wird die sogenannte Gaskommission jetzt in den nächsten Tagen bekannt geben. Nach ersten Modellrechnungen, ich würde da aber ganz vorsichtig sein, sprechen wir hier für Familien ab 2023 von Entlastungen im Jahr im dreistelligen Bereich. Aber ob das wirklich so kommen wird, das werden wir tatsächlich noch sehen. Aber allemal gute Nachrichten, wir können ein bisschen aufatmen. Millionen Rentnerinnen und Rentner, für die unser Herz als Rentenberater natürlich blutet, können wirklich jetzt etwas beruhigter in das Jahr 2023 reingehen, weil endlich die richtige Maßnahme durch die Bundesregierung getroffen worden ist. Der Gas- und Strompreisdeckel kommt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.